Willkommen zu einer weiteren Campingplatz-Kurzvorstellung auf unserer Irrfahrt der Verzweiflung. Im September 2022 sind wir irgendwann ins Elsass gefahren und haben uns dort für 2 Nächte auf dem Campingplatz Camping de Strasbourg eingenistet. Etwas versteckt liegt der Platz, der auch nur über eine kleine einspurige Brücke erreicht werden kann. Es ist der 2. 4-Sterne-Platz nach dem in der Schweiz, den wir auf dieser Reise anfahren. Rund 20 Euro haben wir pro Nacht bezahlt und haben selten einen schöner bepflanzten Platz gesehen als diesen hier. Jede Parzelle ist durch Sträucher, Bäume und Blumenbepflanzung von der anderen abgetrennt und ein kleiner Bach murmelt leise zwischen den Campern entlang. Sogar die Stromsäulen haben ein eigenes Design. Auch hier in Straßburg gibt es Chalets für alle, die kein Womo oder Zelt dabei haben. Vorbei an ihnen geht es zu den Sanitäranlagen, von denen es 2 Stück auf diesem Platz gibt, die ansprechend mit Holz verkleidet wurden. Endlich mal was anderes als Waschbeton und Klinkersteine. Duschen, Waschbecken und WCs waren zwar nicht neu, aber immer sauber. Allerdings war die Heizung hier so hoch gedreht, dass man sich eher wie in der Sauna vorkam. Aber man merkt, dass sich hier wirklich um die Ästhetik Gedanken gemacht wurde. Vom Turnhallen-Umkleidescharme anderer Plätze war hier erfreulicherweise nichts zu spüren. Durch die Holzverkleidungen und die etwas andere Bauweise wirkt hier alles etwas skandinavisch. Auch das Rezeptionsgebäude, in dem einem auf Französisch, Deutsch, Englisch und natürlich Niederländisch weitergeholfen wird. Im gleichen Gebäude gibt es auch ein Restaurant mit Außenbereich, alles schön gestaltet und gemütlich. Hier im Innenbereich kann man auch Spiele ausleihen und kickern. Der Campingplatz ist stärker gesichert als andere Plätze. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ab 23 Uhr muss man hier klingeln. Das große Tor ist zu und es patrouilliert die ganze Nacht über Security über den Platz. Die Frischwasserversorgung befindet sich in der Säule neben dem Grauwasserauslass direkt am Eingang zum Campingplatz. Und wenn man den verlässt, merkt man relativ schnell, dass hier die Randbezirke von Straßburg beginnen, in denen nicht mehr alles ganz so rausgeputzt ist wie in der Innenstadt. Zu Fuß ist man in 15 Minuten an der Straßenbahn, die einen in weiteren 10 Minuten bis in das Zentrum Straßburgs bringt. Für uns sind die Stadt und vor allem der Campingplatz, der seine 4 Sterne mehr als wert ist und dabei preislich sogar noch günstig ist, ein echter Grund, hier nochmal irgendwann hinzufahren. Mehr zu unserer kompletten Reise findet ihr in der Playlist Im Camper durch 5 Länder. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder zuschaut und sagen au revoir und tschüss.